Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkey. Das ist die DAX-Analyse für den Mittwoch, den 26. April 2023, und unser DAX ist zum Dienstag mal wieder aufgetaucht, muss mal wieder oben ein bisschen Luft holen, hat am oberen Signalmarkenbereich rumgeschnüffelt, aber auch am unteren. Wir haben jetzt tiefer geschlossen, sehen aber auf Tagesebene, dass wir eigentlich in der kompletten Vortagesspanne sind, damit die Tageskerze erstmal ein bisschen mit Vorsicht genossen werden muss, auch der tiefe Tagesschluss mit Vorsicht genossen werden muss, weil letztendlich eigentlich in einer Amplitude hier jetzt einfach, man kann schon fast sagen, zufälligerweise am Tiefpunkt der Range angelangt ist, aber noch keine Signale nach unten gegeben hat. Erinnern wir uns an gestern, das Video für den Dienstag, haben wir ganz konkret gesagt, mir wäre wichtig, dass er über 900 rausarbeitet, um long zu handeln. Unten können da sonst im Zweifel nochmal bis zu 800 zurück, sogar 887. Das wäre so der Zielbereich gewesen, der realistisch gewesen, oder nee, das ist die falsche Bezeichnung, so haben sie ja nicht ausgedrückt. Dann haben gesagt, hier unten, oben ist der Signalbereich die 900 und unten ist es die 887. Wir haben gesagt, er müsste unten raus, um tiefer zu kommen. Dreht er sich von 87, 800 einfach nur wieder hoch. Wäre das ansonsten ja, einfach nur Range-Fortsetzung, seitwärts weitergehampelt. Und so wird es jetzt auch werden. Wir hatten über eine mögliche ESKS gesprochen, die ist auch immer noch aktiv. Es hat in den Kommentaren jemand richtigerweise geschrieben, dass so eine Formation doch eigentlich eher am Tief auftreten. Das ist auch tatsächlich eine Umkehrformation für ein Tief. Es ist eigentlich keine Trendfortsetzungsformation. Deswegen würde ich aber nicht sagen, wenn sie jetzt nach oben auflöst, dass man die dann nicht traden braucht, sondern wenn sie oben auflöst, dann hätte man einfach nur ein weiteres. Ich würde es einfach zur Zielberechnung mit ranziehen, ja. Und wäre auch nicht, also wird es jetzt nicht überwerten. Ja, das heißt für uns ganz konkret im Mittwoch sollte sich der DAX an dem Bereich hier, jetzt wo er eigentlich steht, bis ich sag mal noch so vielleicht 7,75, 7, oh, 7,50 würde ich eigentlich nicht sehen. Eigentlich schon hier so sagen, ja, schon, ja, weiß nicht, so in dem Bereich 7,87 bis 7,50 sollte sich in dem Bereich hochdrehen mit einem frühen Vormittagstief, und er kriegt hier wieder die Kurve und drückt sich wieder über 800 raus. Wird sich direkt auch wieder dann an den 900 ihm abverlagen. 8,85, 900 und packt das dann da irgendwann mal drüber, und dann ist auch wieder mehr erreichbar. Wäre wahrscheinlich in der ersten Instanz so in dem Bereich um 69 dann am Vordringen, dann 16,20, 16,100, wenn er denn wieder anfängt, oben raus zu pulsieren. Ja, aber es ist ein schön erreichtes, ein gutes erreichtes Rücklaufniveau jetzt hier auch im unteren Band. Das sieht stimmig aus. Er ist noch immer auf hohem Niveau, er ist sehr seitwärts orientiert. Das ist jetzt erstmal nicht negativ zu werten, ne? Negativ wäre es zu werten, wenn er die Seitwärtsspanne da nach unten verlässt und mit tieferen Tiefs quasi untergräbt. Das ist noch nicht der Fall. Es ist sehr ruhig momentan, noch immer sehr stark zur Seite orientiert, und das spricht auf hohem Niveau eigentlich oftmals eher dafür, dass oben raus auch noch was hinterher kommt. Ja, zumindest so lange die Range nicht nach unten gebrochen wird. Das heißt, wie würde ich mich verhalten am Mittwoch? Ich würde oberhalb von 900, nee, das würde ich nicht. Ich würde oberhalb von 830 tatsächlich vielleicht schon Longs suchen in die 900 rein, die dort vielleicht sogar erstmal teilverkaufen und vielleicht sogar ausdünnen und dann gucken, okay, wie geht er dann wieder mit der 900 um? Dreht er sich wieder nur um? Würde ich mich darauf einstellen, dass er wieder auf die 800 zurückläuft. Drückt er sich aber oben raus, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir in dem Bereich um 16.000, 16.100 dann auch schon langsam mal einlaufen. Ne? Das wird jetzt irgendwann eines Tages einfach mal relativ rapiat kommen, ne? Relativ schnell. Dann macht er dann relativ, jetzt habe ich hier 10.000 mal relativ gesagt, aber ihr wisst, was ich sagen will. Ne? Der macht dann kurzen Prozess, springt einmal oben raus, macht so eine zügige Bewegung innerhalb von 1, 2 Stunden, in denen er 100, 200, 300 Punkte zurücklegt, und dann geht es den Rest Tag wieder zur Seite und dann die nächsten Wochen einfach so weiter. Das wird jetzt die nächsten Tage irgendwann mal kommen, solange er eben nicht unten rausbricht. Weil das ist ganz typisch für solche Bewegungen. Wenn die nicht nach unten sich umdrehen oder eine Umkehr bestätigen, eine Umkehr signalisieren, dann löst sowas in der Regel immer ein bisschen zügiger nach oben auf und sehr punktuell, wenn die Leute oftmals gar nicht darauf vorbereitet sind. Ja, und springen dann einfach aus dem Fenster raus, macht 200, 300 Punkte hoch. Und dann denken alle, boah, geil, wo kann ich hier was handeln? Und dann passiert überhaupt nichts mehr und er bleibt einfach zur Seite stehen. Das ist ganz, ganz, ganz typisch für solche Marktbewegungen und auch Phasen. Ja, also das zur Oberseite, zur Unterseite. Wie gesagt, weiter der Bereich um 87, 7, 800 wichtig, wobei ich, wie eingangs schon betont, die 7,75, 7, was, ich kann mich hier nicht festlegen. Es tut mir leid, ich hab hier einfach keine fixe Zahl, an der ich mich orientieren kann. Ich nehme den Bereich 87 bis 57. In dem Moment, wo er sich aus dem Bereich hochdreht, würde ich ihn versuchen, in die 900 reinzuhandeln. Und
dann vielleicht sogar schon mal auf einen Durchschuss noch eine Teilposition liegen lassen, auf Einstand sichern oder sowas und kann man ja dann wieder aufgreifen, wenn er wieder tief kommt. Alles, was unter 57 geht, hätte für mich Risiko auf einer 640 hin und 600 eigentlich. Ja, 640 bis 600, das wäre so der erste wichtige Zielbereich hier rein. Wir können eigentlich unser Dings hier auch mal fortführen, das können wir mal nachziehen. Ja, in dem Moment, wo der da 660, 640 untergräbt, das wäre für mich in der ersten Station dann nochmal hoch und im zweiten Anlauf dann deutlich tiefer. 350, das offene Gap hier bleibt weiterhin Target auf der Unterseite, sobald wir umdrehen. Das ist aber noch nicht gelungen, das ist noch nicht geschehen. Und dafür ist das auch viel zu dürftig, was ihr macht. Das sieht eher aus wie eine bullische Flagge. Reicht mir ganz klar noch nicht. Ja, gut, okay, dann will ich euch nicht länger aufhalten. Soll es das sein? Hoffe, ihr könnt was mit anfangen. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.